5 nach 10, Zelt ist abgebaut. Nochmal hier einen letzten Schwenk über die Umgebung des Campingplatzes. Und dann geht es jetzt auch gleich los. Noch Wasser auffüllen, nochmal auf Toilette. Das Fahrrad ist gepackt. Also, los geht's. Ja, also ich habe noch ewig gebraucht, die Route von Komoot auf mein Garmin zu übertragen. Irgendwie wollte die Route im Kompletten nicht laden. Also muss ich jetzt in Teilstücke aufteilen. Und ja, jetzt ist es mittlerweile 20 nach 11. Oh Gott, ey. Jetzt muss ich noch zum Supermarkt was frühstücken, weil der Magen knurrt auch so langsam. Ja, und dann kann es endlich losgehen. So, ich bin immer noch am Campingplatz. Ich habe, nachdem ich dann meine Routen aufs Garmin geladen habe, habe ich gemerkt, dass die alle in die falsche Richtung waren. Also konnte ich das nochmal alles in die Richtung ändern und nochmal alles hochladen. So, jetzt kann es wirklich hoffentlich losgehen. Das Wetter sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Ich werde auf jeden Fall gleich nass werden. Ja, aber den Schauer werde ich dann unterm Supermarkt Vordach abfahren, denke ich. Und es regnet schon. Was für ein Start in den Tag, ey. Oh. Am besten wäre ich einfach liegen geblieben. Ach, schön Salat zum Frühstück. Noch zwei Bananen, Salamis, Puddingtaschen und eine Schokomilch. Na, das Ganze sollte mich auf jeden Fall locker über den Tag bringen, bis heute Abend. So, es ist jetzt 12:30 Uhr, der Regen hat zum Glück aufgehört. Jetzt habe ich auch mein Frühstück beendet und jetzt fahre ich die ersten Kilometer eigentlich für heute. Die Dukeford Brua. Jetzt heißen sie wieder Brua, wenn ich nur Brua. Die nächste Brücke steht auch schon wieder an. Und es geht weiter, wie es vorgestern aufgehört hat, mit Regen. Ich habe jetzt erstmal die Regenjacke angezogen. Warum muss es denn regnen? Wäre viel schöner bei Sonnenschein alles. Flucht vor dem Regen in der Bushaltestelle. Halbe Stunde Fahrradfahren, komplett nass. Ist das schön hier auf den Lofoten. Ja, eigentlich hat der Regen aufgehört. Schon fast als wir uns hier in die Bushaltestelle gesetzt haben, aber wir sind jetzt einfach aus Protest noch was sitzen geblieben. Aber da hinten kommt auch schon die nächste Suppe. Die Wasserfarbe ist hier auch mal ganz anders als sonst, eher grünlich.
kleine Pause vom Fahrradfahren. Mal hier den Strand begutachten. Wow. Berge im Hintergrund. Weißer Sandstrand. So, nach 10 Minuten am Strand geht es jetzt weiter. Offensichtlich auf der Straße. Da ist auch schon der nächste Sandstrand. Das wird alles so gut aussehen hier im Sonnenschein. Das Wasser ist auch so klar hier. Bei schönem Wetter möchte, werde ich jetzt in 22 Kilometern einfach am Campingplatz fahren. Dann habe ich 70 Kilometer heute gemacht. Und ja, dann hoffe ich mal, dass die Aufnahmen morgen ein bisschen farbenfroher werden und nicht so trist. Gerade aus dem Tunnel raus und mal kurz hier auf dem Wohnwagenparkplatz angehalten. Nach 61 Kilometern heute das erste Mal nicht auf der Hauptstraße. Willkommen in Leknes. Aber es ist auch schon 7 Uhr, glaube ich. Also, ja, dann doch wieder recht lang unterwegs gewesen. Das war ja auch ein sehr später Start heute. So, natürlich geht es jetzt nochmal bergauf auf den letzten 5 Kilometern zum Campingplatz. Meter. Der Storfjord Campingplatz. 50 Meter erreichst du das Ziel. So, jetzt sind es 10 nach 7. Du hast das Ziel erreicht. Und jetzt da vorne ist die Rezeption. Melden wir uns mal an. Ja, und somit sage ich mit meiner Fahrstatistik von heute. Dann auch auf Wiedersehen.